Für Ihr Projekt im Bereich der Heiztechnik bzw. Heizsysteme wünschen Sie sich ein Handwerksunternehmen mit Tradition, Zuverlässigkeit und mehr als 50 Jahren Erfahrung? Gleichzeitig wünschen Sie modernste Lösungen genau für Ihren Bedarf? Erleben Sie zu Beginn unserer Videoreihe die Geschichte des Unternehmens Hans van Bebber Heizungsbau. Herr van Bebber, Sie übergaben 2007 das Unternehmen an Ihre Enkel. Schauen Sie ab und an noch mal vorbei? Dazu kann ich eines sagen, die Burschen hier, Thomas und Bernd, sind in meinem Hause mit groß geworden. Die habe ich so als eigene Kinder behandelt. Wir hatten zwei Töchter, hatten keinen eigenen Sohn. Also war er der Ausgeguckte, der machen sollte. Ich hatte vor, der sollte die Ingenieurprüfung machen, weil ich damals die Meisterprüfung war, war damals die Zulassung zur Ingenieurschule. Aber damals, der waren Kriegskinder, hatte meine Mutter kein Geld, deshalb habe ich das nicht gemacht. Deshalb war mein Wunsch immer, dass der Thomas mal Heizungsingenieur werden sollte. Ich komme abends nach Hause von Hamburg von der großen Tour, ich erzähle es so, wie es ist. Da sitzt er bei meiner Frau im Wohnzimmer und sagt, meine Frau, setz dich mal hin, kommt was ganz Besonderes. Ich sage, was denn? Thomas will unseren Beruf erlernen. Nach hin und her habe ich das dann auch zugestimmt. Hab dann aber alles kurz entschlossen, ganz intensiv mit ihm gesprochen. Ich sag, wenn, dann tust du alles, was du kannst. Und dann hat er dann in meinem Beruf, in meinem Betrieb hier selber gelernt. Nach anderthalb Jahren, wie er seine Gesellenprüfung gemacht hat, habe ich ihm sofort 3 Monate nach auf der Meisterschule nach Stuttgart geschickt. Ich sag, jetzt geht voll ran. Hat dann die Meisterprüfung gemacht. So, und dann haben wir 2, 3 Jahre mit auf der Baustelle arbeiten lassen. Ja, und so habe ich ihn dann ganz langsam an die großen Projekte rangebracht. Den habe ich als jungen Menschen so gedrillt und viel geschweißt und geübt. Der war Zweiter auf der Deutschen Meisterschaft Jugend schweißt. Und der Thomas hat sich alle diese Eigenschaften, die ich mit dem getrieben habe, angeeignet. Er hat auch einen seiner Lehrlinge so weit getrieben, der hat voriges Jahr auch den Zweiten auf der Deutschen Meisterschaft Jugend schweißt. Das war sein Lohn. Da bin ich stolz drauf, dass er diesen Jungen auch so etwas vermittelt, wie ich die getrieben habe. Wie fing 1965 alles an? Woher kam Ihr Wille, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Ich habe als junger Mensch 2 Lehren gemacht. Einmal habe ich die Schmiedelehre gemacht und wie ich da meine Gesellenprüfung gemacht habe, habe ich dann eine 2. Lehre gemacht, Heizungsbau. Habe die Heizungsbaulehre in 1,5 Jahren gemacht und habe dann auch meine Gesellenprüfung gemacht. Zu der Zeit gab es noch nicht den Zwang, Heizungsbau um eine Firma selber zu führen. Nachdem ich dann einige Jahre Geselle war, habe ich mich dazu entschlossen, auch die Meisterprüfung zu machen. Da ich schon lange eigenmächtig mit einigen Helfern, die ich dann schon von der Firma mitbekam, Anlagen in eigener Regie komplett gebaut habe. Dann habe ich mich entschlossen, auch die Meisterprüfung zu machen. Die Meisterprüfung gab es damals noch nicht im Land Nordrhein-Westfalen. Ich habe mich dann über die Handwerkskammer Kreis Kleve, die für uns zuständig sind, Informationen geholt, wie was zu machen ist. Und dann habe ich 1963 die Meisterschule in Stuttgart besucht. Stuttgart war Meisterschule und Karlsruhe war Techniker- und Ingenieurschule. Aber ich war ja schon halb zufrieden, dass ich auf die Meisterschule konnte. Nach 1 Jahr und 3 Monaten habe ich meine Meisterprüfung gemacht vor der Handwerkskammer Stuttgart. Wir mussten jeder noch einen eigenen großen Bau machen und Arbeitsproben einen ganzen Tag. Und da ich in der Meisterschule fast nur mit Jungs war, die aus Betrieben kamen, die man Heizungsbaubetriebe nannten, aber noch keine Heizungsbaumeister, die Eltern selber waren, habe ich natürlich von diesen Burschen viel erfahren. Abends, wenn wir dann unsere Arbeiten fertig hatten und wir saßen gemütlich zusammen, habe ich dann so mal gefragt, was verdienst du wohl so ungefähr oder was deine Eltern oder was hast du für ein Haus? Und so habe ich dann ganz schnell erfahren, was da wohl zu verdienen ist. Und so, wie ich meine Meisterprüfung bestanden habe, hatte ich den festen Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen, da ich ja wusste, wie Geld verdient wurde. Und dann habe ich mich 1965 selbstständig gemacht. Dann hatte ich auch gerade meine Frau kennengelernt. Meine Frau war kaufmännisch sehr gut ausgebildet. Und dann hatte ich den ersten Grundstein schon gelegt und habe mich selbstständig gemacht. 1965. Habe sofort 2 Gesellen eingestellt, die gerade auch ihre Gesellenprüfung gemacht haben. Und so haben wir gearbeitet und gearbeitet und das wurde immer besser. Da ich sportlich gut drauf war früher, hatte ich eine Menge Freunde in Auelholt. Ganz Auelholt besteht nur aus Gartenbaubetrieben. Ich hatte das Glück, auch durch meine privaten Freundschaften, eine ganze Menge Anlagen dazu bauen. Ich habe fast alle gemacht. Und so ging es Stück um Stück weiter.
hier in Strahlen ist ja auch die große Lehr- und Versuchsanstalt. Die große Lehr- und Versuchsanstalt machte damals Ausstellung Technik im Gartenbau. Da waren da, genau wo wir da hinschauen, wurden ganz große Hallen und Zelte aufgebaut und da wurde Technik im Gartenbau gemacht. Und das habe ich natürlich alles immer sofort mitgemacht. Sagen wir so, Verteiler, alles was hier so ist, da habe ich ganze Kesselhäuser zusammengeschweißt, die wir verkauft hatten und die haben wir da auf der Ausstellung alle hingestellt. Und somit hatte ich dann schon das erste Sprungbrett. Der Einzugsbereich im Heizungsbau war so um die 100 Kilometer hier um Strahlen rum. Auf dieser Messe in Strahlen kamen auch Heizungsingenieure. Einer hieß Stein, der kam aus Hannover. Und einer hieß Lauter, der kam aus Hannover. Und einer kam aus Köln, das war der Herr Gerhards. Und der Herr Stein und Lauter aus Hannover, das waren beide Assistenten bei dem Professor Renard in Heidelberg und hatten da ihre ganze Schule, Heizungstechnik, Physik, alles gelernt. Da diese dann hier in Strahlen auch die Messe besuchten, die wurden natürlich von der Lehranversuchsanstalt, von der Kammer von Bonn, in Bonn war die Hauptzentrale der Lehranstalt, die wurden von dir auch eingeladen, die Ausstellung mal hier zu besuchen, was so die einheimischen Handwerker so wohl zu bieten haben. Und habe so diese Diplom-Ingenieure kennengelernt. Das waren zu der Zeit die einzigst fähigen Ingenieure, die große Betriebe in der Bundesrepublik planen konnten und die gesamte Montage überwachen. Alle Großbetriebe in Deutschland, im süddeutschen Raum, haben alle diese beiden Ingenieure geplant. Und heute muss ich sagen, von diesen zwei Ingenieuren habe ich mir eine ganze Menge Fachwissen abgeguckt und in eigener Regie alles gemacht. Wo fand seither die größte technische Weiterentwicklung statt? Unser erster großer Sprung war, da hatte der Herr Lauter ein Großprojekt geplant in Hamburg-Stapelfeld. Hamburg-Stapelfeld ist heute noch die Müllverbrennungsanlage von ganz Hamburg. Da fiel enorm viel Abwärme an. Und der Herr Lauter hat dann einen Kunden besorgt, einen Gartenbaubetrieb namens Bug in Hamburg. Der hatte da direkt um die 70.000 Quadratmeter Gewächshäuser gebaut. Und die sollten jetzt mit Abwärme von der Müllverbrennungsanlage heizungstechnisch versorgt werden. Wir hatten einen Termin vereinbart, da war noch keine Auftragsvergabe fest, alles vergeben. Angebote waren alle schon fertig. Dann hatte Herr Lauter mich persönlich eingeladen zum Mittagessen. Das habe ich abgelehnt, weil ich da noch mehr Kunden hatte, weil meine Zeit zu schade war, nur um Mittagessen. Und auf dieser Tour ist der Herr Lauter tödlich verunglückt. So, dann stand Van Bebber ganz alleine da und habe dann das Projekt total in eigener Regie abgewickelt. Jahre darauf wurde da der zweite große Betrieb gebaut. Den hat der Herr Stein geplant. Das waren 15 Gärtner oder wie viel es waren. Dann war da genau das gleiche Projekt in Grün nochmal gemacht. Ich hatte ja das erste schon da gemacht und habe dann auch diese Aufträge alle bekommen. Können Sie jungen Menschen die Ausbildung im Bereich des Heizungsbaus weiterempfehlen? Was müssen Bewerber mitbringen? Wer den Heizungsberuf lernt, er lernt ja fast nur den Wohnungsheizungsbau. Im Wohnungsheizungsbau gibt es kein Schweißen und nichts mehr. Wir nennen das, das sind nur Presser. Alles wird gepresst, jegliche Verbindungen, ob Gasleitungen, ob Wasserleitungen, Gebrauchswasser, alles wird nur gepresst. Hat nach meiner Meinung mit richtig Fachlichem gar keine Ähnlichkeit. Wenn einer, der nur Wohnungsbau lernt, und er ruft mal ein größerer Betrieb an und er hätte eine dickere Leitung unten im Kanal defekt, ist keiner in der Lage, den zu reparieren, weil sie kein Schweißen und nichts gelernt haben. Was noch viel schlimmer ist, die heutige Meisterprüfung, gibt es gar keine praktische Prüfung mehr. Der wird nicht geprüft, ob er überhaupt so einen Verteiler mal zusammenstricken kann. Der ist auch gar nicht in der Lage, junge Menschen auszubilden. Das heißt, wer den Heizungsberuf erlernt, muss natürlich auch sanitär mitmachen, dass er auch Badezimmer und alles macht. Und speziell nur wissen, dass er nur im Wohnungsbau tätig ist. Wer Heizungsbau lernt und kommt in unseren Beruf rein, der muss mit dem Schweißen vertraut werden. Der muss die Schweißfachschule besuchen, der muss alle Schweißprüfungen machen, der muss Gasleitungen schweißen, die geröntgt werden. Wenn ein Junge, der bei uns anfangen will, nicht dazu bereit ist, samt seiner Eltern, ist er für uns untauglich. Dankeschön. Fundierte Beratung, exzellente Planung und fachmännische Durchführung. Hans van Bebber Heizungsbau. Caridio Image und Eventfilmproduktion.